Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Kirchenjahr kommt langsam zu Ende und da feiert die katholische Kirche weltweit den Christkönigssonntag. Ad limina Besuch, die deutschen Bischöfe waren unterwegs nach Rom und sie haben verschiedene Gespräche geführt in Rom mit dem Papst, mit der Kurie. Das sind sogenannte Fürsten und Könige unseres Landes, nicht jetzt vielleicht, aber in den Jahrhunderten so, dass ein Bischof war wie ein König. Gerade an diesem Christkönigssonntag frage ich mich wirklich, wer ist überhaupt ein richtiger Bischof, um Christkönigs Nachfolger zu sein? Unsere Kirche, die katholische Kirche, leidet sehr viel, nicht von Äußerlichkeit oder von den äußeren Problemen, und ich würde sagen, es ist von den inneren Problemen. Die Zerrissenheit von innen. Das ist einfach das Problem unserer Kirche. Ob das Missbrauch ist oder Finanzen, das und jenes. Die Kirche kreist immer um sich herum. Das ist einfach ein großes Problem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wenn ich Pfarrer bin, auch wenn ich katholischer Priester bin, erlauben Sie mir ja auch eine gewisse Kritik auszuüben. Ja, die Kirche schaut kaum nach außen. Die Kirche hat Sorgen. Die Kirche hat Angst. Wie viele Bischöfe haben heute Angst, dass sie nicht mal einfach zu einer offenen Diskussion kommen und einfach zu stehen, für was sie sind. Auch viele Pfarrer, Priester oder Menschen, die einfach sagen, okay, die Medien können alles machen, was sie wollen, und wir machen die Türen zu und wir bleiben einfach für uns. Sind diese Menschen die Nachfolger von Christkönig? Eine wichtige Frage, die ich in den letzten Tagen sehr gerne stelle. Eine Kirche, die wirklich geschlossen bleibt, ist tot. Eine Kirche, die keine Wärme mehr nach außen zeigt, ist tot. Wie war der Christkönig selber? Jesus Christus war ein König, der einen Draht hatte nach oben, obwohl er unten blieb. Und umgekehrt war auch Christkönig war einer, der wirklich einen Draht hatte nach unten, auch wenn er oben blieb. Es sind zwei Wörter, die mir einfach in den Sinn kommen. Einmal, wenn er oben war und trotzdem eine Beziehung nach unten hatte, war er mutig. Sein Mut, einfach Menschen zu sagen, wohin es alles geht. Jesus Christus hat es sich nicht gescheut, zu sagen, ihr werdet in die Hölle gehen oder ihr werdet bestraft, wenn ihr nicht Gott als euren Vater nehmt. Wenn ihr nicht in dem Sinne, wie Gott euer Vater gemacht hat, tut, dann werdet ihr nicht einfach die Geliebten von Gott sein. Er hatte Mut zu sagen. Und heute sehen wir viele Kirchenmänner und Frauen, sie haben nicht den Mut, was Gott wirklich von ihnen will oder durch sie sagen möchte. Sie haben Angst. Sie wollen irgendwie das retten, was da noch übrig bleibt. Aber ich sage, es wird noch mehr kaputt gehen. Wir brauchen Mut, heute einfach zu stehen. Auch ohne Wertung irgendwie für eine Sache zu stehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Kirche muss sich eben auch in der Politik einmischen und auch genau sagen, was die Politik machen soll, auch wenn es unbeliebt ist. Dafür muss die Kirche da sein. Die Politiker können nicht alles selbstständig machen, weil irgendwo die Mehrheit da ist oder weil irgendwo ein gewisser Wind für eine Partei weht. Nein, die Kirche muss immer eine gesunde Opposition für die Politik sein und mutig auch sprechen. Jeden Tag soll ein Bischof eine Nachricht geben, für was er erlebt und steht. Und das ist genauso umgekehrt. Jesus Christus war ein König, der eine gewisse Draht hatte nach oben, auch wenn er unten war. Und da sehe ich eine großartige Liebe, die dieser Jesus hatte für die Betrübten, für die Ausgestoßenen, für die
Menschen, die Not gelitten hatten. Eine Kirche, die einfach nur für sich lebt und einfach kaum irgendwas für die anderen tut, lebte nicht auf dem Weg des Christkönigs. Heute, wenn wir das Kirchenjahr abschließen, können wir sehr gerne eine Bilanz ziehen. Wie war die Kirche im Jahr 2022? Wie lebte die Kirche mit Mut und Liebe? Wie weit kann die Kirche eben die Farbe bekennen, auch für die kommende Zeit? Ich wünsche mir sehr, dass die Bischöfe in Deutschland, aber auch Priester, Ordensleute, Christinnen und Christen doch wagen, weil sie einen Gott haben, der Mut hatte, weil er wusste, dass sein Vater für ihn war. Und genauso die Liebe, weil er Menschen geliebt hat. Einen gesegneten Christkönigssonntag.